Servus Leute, willkommen zurück zu Dark Souls. Ich kann mich leider nicht wegteleportieren und ich komme hier aus dieser Welt wahrscheinlich auch nicht mehr raus. Das ist blöd, weil ich habe keine Pfeile mehr. Ich hätte mir der bodenlosen Kiste zig Millionen Pfeile weglegen sollen, aber nee, ich habe gar keine Pfeile mehr. Und das ist nicht sehr gut. Oh, wir sind jetzt alle wieder da. Da war ja was. Da sind auch noch zwei, die mich nerven wollen. Kommt her. Ja, jetzt! Jetzt schlägt er zu, wo ich mein Schild wegpacke. Oh, jetzt braucht mein Schwert. Danke vielmals für dieses nutzlose Ding. Ja, die sind jetzt auch wieder alle da. Ich müsste irgendwie an denen vorbeirennen. Sind nämlich schwierig, die Typen. Ist der da durch? Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur durch. Au. Ja, das nämlich, das habe ich gesehen. Da will ich jetzt mal rein. Oh je. Yeah. Ich höre aber was. Und ich sehe was. Junge! Mit der Waffe ist hier scheiße kämpfen. Ja, wenn das nicht aussieht. Da auch. Da auch. Ach du Scheiße. Ich werde mich hier so verirren. Eine Treppe nach oben. Scheiße. Ich bin nicht vergiftet, gut. Pyromotiv Feuerglut. Das stark? Aufladung 80. Ja, dann kann das nicht stark sein. Großen Sumpfmagie. Zeigt einen Feuerstoß auf einer auf der Handfläche. Ich gehe Pyromagie gegen großen Sumpf. Okay. Kann man schon. Das werde ich auch mal testen, wenn ich wieder am Leuchtfeuer bin. Aber ich will mich jetzt nicht direkt ans Leuchtfeuer setzen, sonst. Da geht's nicht weiter mehr. Nee. Aber da bestimmt. Ja, war klar. Du blödes Rad. Warum wurdest du erfunden? Oh, da ist ein Shiny. Schlüssel für Anbau. Öffnet Anbau in der gemalten Welt. Der winterlichen gemalten Welt ist eine Struktur in Form einer alten Kathedrale. Der Anbau dient als eine Art Speicher. Ah, ich glaube, ich weiß schon wo. Ich möchte mich hier noch weiter umgucken. Jetzt bin ich im Kreis gerannt. Ha, 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 ha. Junges. Ihr lebt noch. Ihr habt sogar einen Schlag überlebt. Ich habe keine Seelen bekommen. Das heißt, ihr müsst noch leben. Wo ist der? Da ist er ja. Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn hin verschwunden? Jetzt habe ich Seelen bekommen, danke. Mal kurz saufen, sicherheitshalber. Seele Ritter.
Ja, da ist ja noch eins. Oh, diese Teile nerven jetzt schon. Was ist denn das? Okay, ich habe die Statue gedreht und jetzt zeigt sie mir den Weg. Natürlich. Mit meiner Laterne werde ich da nicht weit kommen. Ich muss noch einen Schluck zu mir nehmen. Da. Ihr nervt echt ganz schön. Ja, aber glaube ich noch irgendwo ein Shiny, oder? Ich gucke mich jetzt mal überall um. Wenn die Sonne nur nicht so auf meinen Monitor heizen würde, würde ich wenigstens was sehen. Ja, da spiele ich das Spiel einmal tagsüber. Scheiß Stuhl. Okay, da geht's weiter. War da nicht noch ein Shiny? Wieso aussieht nicht? Muss mich anders hinsetzen. So, da geht's nach oben. Vielleicht komplett nach oben, Fragezeichen. Okay. So shiny. Da bin ich also, okay. Ah, ich habe euch ja gar nicht vermisst. Ja toll, du Ochsenknecht. Hinter mir schießt ein Bogenschütze. Aber wo genau? Da oben. Na toll, und ich kann dich nicht abknallen. Moment, das ist jetzt am Anfang, oder? Ja. Bin schon wieder kurz vorm Niesen, das ist blöd. Es juckt in der Nase. Ich kann jetzt nicht riskieren, mit juckender Nase rauszugehen. Den misst ich vorbei. Meine Nase. Das ist echt schlimm. Ich kann nicht niesen auf Kommando. Okay, ich riskiere. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Da. Natürlich bin ich vergiftet. Aber das Leuchtfeuer ist in der Nähe, also ist es mir eigentlich egal. Menschlichkeit. Aufsteigen kann ich nicht, das ist schade. Rock könnte ich verstärken. Ja, mit Funkeltitanit. Schwarzeisen Stulpen, Schwarzeisen Gamaschen.
Sind zwar stark, aber dann mache ich die übelste Fat Roll aller Zeiten. Ach komm. So just for fun. Sonst kann ich nichts mehr verschärfen. Oh, Scholle, danke. Zauber einstehen. Ach so, ich wollte das testen. Nicht die Verbrennung. Feuerflut. Wie sieht das aus? Oh, niedlich. Das macht ja gar nichts. Hallo, du. Ja, 9 Schaden. Ist der Feuerball schon stärker? Die Feuerkugel erst recht. Oho, Feuerflut. Hey, ich kann Tricks machen. Geil. Ach so, so ist das gemeint. Moment. Moment. Komm nur her. Das ist so wie das Inferno aus Diablo 2, jetzt verstehe ich es. Ja, ich weiß, ich vergleiche es wieder damit, aber egal. Gut. Oh Mann, wie dringend bräuchte ich Pfeile? Sehr, sehr dringend. War klar, dass der andere jetzt angreift. Jedes Mal verarscht er mich. Wenn ich mich bloß wegteleportieren könnte. Ach so, jetzt kann ich da durch. Moment, wo war denn die Kathedrale jetzt? Da rechts. Jetzt noch, wo komme ich jetzt hin? Ich höre es atmen. Kommt auch einer? Nee. Du dreckiges Spatzenhirn. Schon wieder einer. Okay. Das war jetzt eine sichere Tour. Ich könnte in den Baum landen, aber nee. Das war klar. Velkastegen, ah, davon habe ich auch schon was gelesen. Du hast mich verfehlt, du Eumel. Jetzt hat er irgendwas kaputt gemacht. Haben die sich gerade gegenseitig angegriffen? Da geradeaus weiter ist auch noch was. Ja, wie ich das schon sehe. Der Kasten lese ich später. Ey, jetzt reicht's. Du Hurenbock. Ah, das ist so ein Schmied. Junge, lass mich in Ruhe. Du da hinten auch gleich.
Dunkle Glut lese ich auch später, wenn ich in Sicherheit bin. Federvieh, hau ab. Man versteckte Türen auftreten? Wahrscheinlich nicht. Was würde ich nicht alles für Pfeile geben, aber ich habe nun mal keine. Oh, da unten. Die Teile breiten sich voll aus. Geht's nach oben, da war ich noch nicht, genau. Irgendein Wunder ist es, ich lese es gleich. Ist das so ein Vieh? Nee, wahrscheinlich, weil die Typen breiten sich da aus. Das heißt, da in diesem komischen Turm, da liegt eine Leiche oben. Ich glaube, da war ich schon drin. Auch da nach unten gehen. Ah, jetzt bin ich auf der Seite. Maske der Welker, schwarze Klerikerrobe. Ja, ich lese gleich weiter. Hinten ist noch dieser, keine Ahnung, ist das ein Drache, ist das ein Skelett? Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall will ich da nicht hin oder noch nicht hin. Muss jetzt erst wieder den Weg zurückfinden. Bitte, nicht viel Schaden. Au. Na dann ging's aus. Oh je, die haben sich ja schon ausgebreitet wie Sau. Die komme ich ja nie vorbei. Aber auf der anderen Seite ist nochmal der Ausgang. Moment, die blickt in die Richtung. Das heißt, hier kann ich durch. Was sehe ich da? Eine Nebelwand. Na geil. Die Pyromantie. Ich mache mich kalt. Friss den. Friss Feuer, du Arsch. Ja, das sah eigentlich ganz gut aus. So, jetzt habe ich noch kleine Feuerbälle. Au. Der ist weg. Wie viele kommen da denn noch? Nein, der opfert sich. Oh, ich hab nichts mehr. Okay, dann jetzt mit der Waffe. Uiuiuiui. Waffe macht sie One-Hit, aber muss jetzt mal dazu kommen, sie anzugreifen. Oh, da ist ja noch einer. Oh, da ist noch einer.
Backstabben kann man die Zahl da höchstwahrscheinlich nicht. Das heißt, ich muss an den Teilen vorbeirennen. Jetzt kann ich wenigstens lesen, was Velkas Degen und dieses Set und die dunkle Glut ist. So, schauen wir mal. Dunkle Glut. Zur Waffenumwandlung erforderliche Glut. Da die Kirche die verbotene dunkle Glut lange geheim hielt, weiß kein Schmied um ihre Existenz. Wandle eine göttliche Waffe plus 5 zu einer okkulten Waffe um. Ach so. Hundegebell. Die okkulte Waffe plus 5 zu. Okkulte Waffe kann plus 5 versteckt werden. Okkulte Waffe eignet sich für die Götterjagd und zielt effektiv gegen ihre Anhänger und Verwandten. Ah. Das wollte ich nicht. Schnauze da draußen. Ignoriert das Gebell. Velkas Degen. Schlecht. Das wollte ich nicht. Oh. Velkas Degen, habe ich gesagt. Häuser. Häuser. Da. Dieses symbolträchtige mächtige Schwert wurde von Ablassprediger Velkas des Hindengöttin verwendet. Aber es ist mehr als ein Symbol, denn diese mächtige Klinge wurde von einem unmenschlichen Schwertkämpfer unter Verwendung spezieller Technik auch im realen Kampf eingesetzt. Sieht aber trotzdem schwach aus. Jetzt habe ich noch Velkas Ausrüstung. Ne, Banditen, Meder, Zauber. Schwarzweißen, geiles Zeug. Kristallzeug, Parasut, Hexenhut. Maske von Velka. Ja. Velka dienen den Predigern getragene Maske. Die Prediger lauschen den Beichten der Sünden und mahnen zur Besinnung um des Seelenheils willen. Ihre Masken symbolisieren die Abwendung von allen weltlichen Gelüsten. Schwarze Klerikerrobe. Velkas Degen, Priesterjagd und so weiter. Es heißt, den ausnahmslos schwarzen Gewändern der Prediger wohne Velkas mächtiger, mystischer Macht inne, wodurch sie gegen Zauber aller Art resistent seien. Klingt interessant. Ich habe gerade so viel Seelen. Wenn das da hinten dann wirklich ein Bosskampf ist. Ja gut, ich muss den Wolfsring ablegen, leider. Zumindest vorerst, so. Dann würde ich sagen, das war Dark Souls. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.